Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout 4. Wir sind hier immer noch diesen komischen Stranddingens und jetzt müssen wir ein bisschen, ja, basteln, ein bisschen reparieren, dies, das und ja, vielleicht erstmal Versorgungsrekrutierungsleitstrahl hier im Wandern wegen Versorgungsrekrut. Lass mal den ganzen Schrott hier reinpacken. Alter, wir haben schon was über 2K und müssen gleich hier nach Hause nach dem Siedlungsbau, weil wegen. Ist so. Alter, müssen wir gleich. Müssen wir noch viel mit Preston Garvey labern, Alter. Bei den ganzen Quests, die wir fertig haben. Mein Gott, müssen wir dann viel EP bekommen. Halleluja. Müll hier zerlegen. Ach, Alter. Wir haben so viel Raider gekillt. Da werden so wieder so viel Klamotten bei sein und Waffen und. Bruder. Finde ich nicht gut. Ja, beruhig dich. Warum bin ich eigentlich überhaupt in einer... noch in meiner Power-Armor? Was soll der Lachs? Sinkt, ja moin. Ja, okay, die haben auch keinen Schutz. Kein Strom und nichts. Das sind komische Lutscher. Und Digga, ich würde niemals an so einem Arsch der Welt, ja, hinziehen und hier dann zu dritt ohne irgendwelche Schutz leben, Alter. Das ist doch. Weiß ich nicht. Moin, das ist einfach gerade ein Item in den Boden geglitscht, alles klar. Danke dafür, Fallout. Ein Item, was ich mir lange erarbeitet habe, ja. Da habe ich zig Raider für getötet. Bei manchen Sachen könnte ich das wegglitschen und ein bisschen nachvollziehen, weil es ja in dem Sinne Sandboden. Ja, ich würde gerne mal schnell im Sand verloren. Kleine Sachen. Aber, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Scheiß dabei, dass wir direkt Funkrekrutierungsleitstrahl bauen können. Das wäre auch richtig awesome. Denen mal ein paar vernünftige Betten geben können. Schlafen wir auch so abgeranzt und Matratzen, Alter. Ich hab absolut kein Terror. Sowas zu pennen, jo. Vor allem nicht an so einem Strand, Alter. Hast doch jedes Mal Sand im Bett und. Oh.
Salzstoff gibt hier auch noch. Die ruhig noch bis zu der Brücke da machen. Also bis hier zum anderen Ende der Straße. Muss ich wenigstens noch die Brücke dicht machen. Können wir was Geiles einfallen lassen. Nein. Da die am Wasser leben, die werden viel Wasser kriegen. Hier die dicken Pumpen hinklatschen. Hier unser Treibholz. Aber wir werden auch noch ein bisschen aufräumen hier. Das findet die Greta nicht gut. Dass hier so viel Scheiße rumliegt. Alles Umweltverschmutzung. Genau, sowas kann ich nicht wegmachen, so ein Schrottzeug, ne? War ja wieder klar. Kurz mal an der Nase kratzen. Ah, ich hasse das. Mit der Aufnahme, wenn irgendwas juckt und du dich dann quasi nicht aufs Game konzentrieren kannst. Weil du dich kratzen musst. Das ist so lästig. So. Sehr gut. Das Bett nicht verwehren. Dann pennt halt auch solche Randsachen. Jo, Lachs. Oh. Du machst einmal eine Versorgungsrunde. Dankeschön. Thank you.
Das Kind gehört zu nichts zu weisen. Richtig belassen. Was? Das sind schon 5 Leute, what the hell? Oha. Ich krieg 32 EP dafür, jo. Alter. Woche 15. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 Strom. Das reicht nicht. Fuck, Alter. Alter, 443, was da ja wahrscheinlich. Oh, schön. Oh. Einfach nur wunderschön. Sie sich erstmal um Tatos oder so kümmern, was weiß ich. Um Essen oder was auch immer. Macht das auch. Essen 5, 16, 17, 18. Läuft. Geil. Hier quasi schon mal Essen, Wasser und Strom und Dings abgesichert. Das gefällt mir. Jetzt kommen
jetzt kommen wir mal zu den Schlafgelegenheiten. Wir sind hier an der Nordsee, ja. Auf irgendeiner ostfriesischen Insel, kein Plan. Ja, wir müssen hier so ein bisschen Urlaubsfeeling auch noch ranbringen, so Metallhütten. So, Stufe 4 machen. Geil. Warum sinkt denn wieder die Moral? Ich verstehe es nicht. Ich bin auch hier schon dabei, euch ein angenehmes Nordseeinsel-Feeling zu geben. I don't know. Die Moral sinkt immer noch, obwohl sie jetzt Betten haben. Okay, statt der Pfeil sich nicht mehr umdreht und nach oben geht. Nein, warum sollte man? Oder zumindest weggeht. Sie haben Essen, Wasser, dies, das. Also, ja. So, jetzt braucht das Ding ja noch ein bisschen dass man das nicht so lang ziehen kann quasi. Also zack, weißt du? Muss ich nämlich über. Obwohl die Warte hier ist doch so ein Ding. Kacke. Ich arbeite lieber mit ein paar Treppen und dann passt das. Geben wegen ihrer scheiß schlechten Laune.
Da haben Schutz. Moral. Nee. Wie dämlich, Alter. Warum muss meine Nase gerade so jucken, Alter? Oh, Junge, ist doch nicht mal normal. Zack, Licht, Moral, Licht, Sonne. Junge, das mit dem Moral triggert mich aber echt hart gerade. Bruder. Das ist so interessant da oben. Ich sag da jetzt mal nichts zu, das reicht so in jede Richtung. Das könnte theoretisch, also was heißt theoretisch, also ich glaube nicht, dass die Wireless aus dem Meer kommen. So, aber wenn man weiß hin, Safety First und so, warum das ist nicht so dämlich, dass das. Also was ich finde, wenn sie sowas, solche Baumodi machen, ja, sollten diese aber auch dann, wenn du was brauchst, ein bisschen Untergrund anpassen. Weißt du? Und nicht die ganze Zeit hier in der Luft schweben. Das ist voll nervig. Sieht doch voll behindert aus. So, einmal zur Brücke hin auch noch mal dicht machen.
weiß ja nie. Easy. Jetzt geht die Moral auch hoch. Sehr schön. Geil. Geil, 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 geil. Bam. Ich brauche noch Ausdauer, Wackelpuppe, Stärke, Wackelpuppe, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Die Wackelpuppen brauche ich auch noch. Verdammte Axt. So, was machen wir denn jetzt? Was würden wir denn jetzt als nächstes machen? Würde ich jetzt wahrscheinlich sogar 5 Level farmen, einfach nur um dann die Perks direkt voll zu machen. Ich würde wahrscheinlich sogar anfangen dann mit Großwaffen, da wir eh mit der Minigun spielen. Na gut, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung. Folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Und macht's nicht gut. Macht's besser. Ciao mit V.